Du liest so viel, dass deine Regale fast platzen? Dann haben wir hier drei Tipps für dich, wie du mit Minimalismus mehr Ordnung in dein Leben bringen kannst. Minimalismus ist in aller Munde. Dabei geht es nicht nur darum, weniger zu besitzen, sondern sich zu fragen, welchen Wert dieser Besitz für dich persönlich hat. Doch wie schafft man das? Schritt 1: Ausmisten. Wegschmeißen, loswerden. Der Fachbegriff lautet Decluttering. Beim Decluttering ist es wichtig, in Kategorien zu denken. Zum Beispiel Bücher, Deko oder Kleidung. Davon liegt meistens überall etwas in der Wohnung herum. Im Kleiderschrank, im Wohnzimmer oder im Flur. Oft ist man sich deswegen gar nicht so bewusst, wie viel man überhaupt besitzt. Sammle also beispielsweise deine Kleidung aus allen Zimmern an einem Ort. Und stell dir dann folgende Fragen. Fühle ich mich in dem Kleidungsstück wohl? Würde ich es mir heute wieder kaufen? Werde ich das Kleidungsstück in den nächsten 3 Monaten tragen? Deine Kleidung teilst du dann auf in 3 Stapel. Ja, nein und vielleicht. Den Nein-Stapel entsorgst du. Den Vielleicht-Stapel überprüfst du nach 3 Monaten nochmal mit denselben Fragen. Schritt 2. Hier bekommen alle Sachen, die du behalten möchtest, erstmal einen festen Platz. Versuche Dinge aus einer Kategorie auch an einem Ort zu sammeln. So behältst du den Überblick und schaffst klare Strukturen. Kleidung in den Kleiderschrank, Bücher ins Bücherregal. Und wenn alles schon seine Ordnung hat, erledigt sich das Aufräumen von ganz allein. Schritt 3. Die neu geschaffene Ordnung muss eingehalten werden. Dinge, die du benutzt hast, räumst du nach Gebrauch wieder an den von dir bestimmten Ort zurück. Das funktioniert in jedem Zimmer mit allen Gegenständen und spart dir so viel Zeit. Wenn du diese Tipps befolgst, hast du mehr Zeit für die wichtigen Dinge, sparst Geld und kannst dich leichter fokussieren. Wenn du mehr über Minimalismus wissen willst, empfehlen wir dir das Buch Minimal Life von Rachel Ost.